Strafe zahlen. Wir sind doch Brüder, oder nicht? Du willst von mir kein Geld, du willst nichts, warum muss ich jetzt Geld zahlen? Okay, ich habe zugesagt, das macht man nicht, aber wir sind doch Brüder. Du kannst das einfach sagen, ja okay, du hast recht, du willst nicht kämpfen, fertig. Aber jetzt auf einmal muss man mit Anwalt klären. Ich verstehe das nicht, Wallah, ich verstehe diese ganze Sache nicht, Leute, Wallah. Entweder, mach mal Chat an, Leute, vielleicht habt ihr irgendwelche Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann beantworte ich. Mach mal Chat wieder an, bitte. Wartet. Red weiter. Warum hast du zugesagt? Wartet. Stellt ein paar Fragen. Leute, guck mal. Ich habe mit Hamid heute telefoniert und so. Ne? Ich habe gesagt, ich werde nichts Schlimmes über diese Veranstaltung reden und so, ne, Leute. Und deswegen, ich will nichts erzählen, warum ich unterschrieben habe, Leute. Wallah. Ich will nichts erzählen, Leute, weil ich werde über diese Veranstaltung nichts mehr reden, Leute. Wallah. Wie storniere ich diese Ticket? Leute, das müsst ihr mit Veranstalter erklären, so wie er das storniert, was auch immer. Wallah. Warum hast du Nebel eingemischt? Ich habe Nebel nicht eingemischt. Ich erzähle einfach Nebel alles. Wenn heute zum Beispiel irgendwas passiert im Stream und so, ne? Wenn ich offline gehe und so, ich rufe Nebel an. Ich so, ey Bruder, so und so ist passiert. Nebel ist ein Freund von mir. Natürlich erzähle ich. Und ich falle, guck mal, würde ich Arafat jetzt in den Rücken fallen und so, Leute? Würde ich Sachen exposen, Leute? Wallah, es würde dritte Weltkrieg geben in Deutschland. Wallah. Aber ich mach das nicht. Ich erzähle nur Sachen, was hier passiert sind, weil Yasser gegen mich schießt und so. Er sagt, Barello macht Ansagen. Guck mal, wie dreist. Er will dann spenden. Weil bei ihm dies, weil bei ihm läuft nicht, weil, was für bei ihm läuft nicht, Wallah, ich mach hoch und ich mach runter, Wallah, ich verstehe nicht, was mit der Sache ist. Leute, zum Beispiel, guck mal, ich gebe euch ein Beispiel, mach mal Chat kurz aus, bitte. Ich gebe euch ein Beispiel, ne, was passiert ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Letztens, Leute, früher, ihr wisst, guck mal, alle, die drinnen sind. Ah, bitte, Chat aus, einer, ja. Letztens, Leute, guck mal. Ich hatte früher, ihr wisst schon, Hamza Jim hatte mit Arafat Stress, ne? Wegen dieser Beleidigungen und so. Ich bin 5 Monate, obwohl ich und Hamza Jim, unser Livestream hat immer gut gepasst und so, Leute. Wo ich mit Hamza Jim war, hatte ich die meisten Zuschauer und so, Leute. Und die haben mir so denken, ne? Ich gehe nicht arbeiten. Ja, okay, ich lebe von TikTok. Natürlich, ich lebe von TikTok. Und ihr könnt nicht sagen, ja, aber das war keine große Sache. Ich bin mit Hamza nicht live gegangen. Ich bin mit arrogante Patte nicht live gegangen, obwohl ich immer mit Patte 20.000 Zuschauer hatte. Ich bin mit denen nicht live gegangen, weil Arafat mit denen Stress hat. Aber was macht, dann sehe ich später, oder ich war mit Harun best, Leute, ich war mit Harun so best friends und so, ne? Unsere Kombination, ich und Harun, jeder hat diese Kombination gefeiert. Harun hat Arafat beleidigt. Ich durfte 3-4 Tage mit denen nicht live gehen. Ich sehe nach drei Tagen sehe ich, Yasser geht mit dem live. Ich so, Salam Aleikum Arafat. Ja, Aleikum Salam, ich bin am Schlafen. Ich so, du hast mir gesagt, ich soll mit Harun nicht live gehen. Aber wenn es um deinen Bruder geht, kann er live gehen oder was? Also gönnst du mir diese Zuschauer nicht, wenn ich mit dem bin, weil die Leute die Kombination feiern. Wenn es dich getroffen hat für diese Beleidigung, was er gegenüber dir gesagt hat, dann lass dein Bruder auch nicht mit dem live gehen. Mit Hamza Jim genau das Gleiche. Er ist mit Dudi, mit Yusuf, mit jedem ist das so. Die gehen mit Arrogante, die gehen mit denen. Ja, Assalamu alaikum Arafat. Warum geht jeder von denen und Yasser und alle live mit Arrogante? Und ich darf das nicht. Ja, gib denen kein Plattform, gib denen kein dies. Ich gebe Hamza kein Plattform. Arrogante kein Plattform. Harun kein Plattform. Denen kein Plattform. Mit wem soll ich live gehen? Weil, wisst ihr was? Bald, Leute, werde ich mit 2 Accounts live gehen, mit 2 Accounts. Assalamu alaikum Barello. Alaikum salam. Ich werde mit mir selber reden. Mit niemand durfte ich mehr live gehen. Ich bin mit niemandem mehr live gegangen wegen Arafat. Dann sehe ich 2 Tage später, sein Bruder geht mit ihm live. Also die Zuschauer sollen zu deinem Bruder gehen, nicht zu mir. Also ich darf nicht, weil er dich beleidigt hat. Aber dein eigener Bruder, das meine ich, Leute. Ich,
ich habe auf Arafat mehr gehört als sein eigener Bruder. Weil ich Arafat geliebt habe. Wallah, ich habe ihn als Bruder geliebt. Egal was er mir gesagt hat, ich habe auf ihn gehört. Leute haben mir geschrieben, bist du sein Hund? Bist du dies, bist du das? Ich so, nein. Wallah, nein, ich habe ihn gefeiert. Ich habe ihn vom Herzen gefeiert, wallah. Und ich liebe Arafat immer noch. Aber Leute, was soll ich sagen? Ich schwöre. Letztens waren wir hier am Debattieren und so. Wir haben debattiert und so wegen Yasser und so. Wir reden, damit wir aussprechen können. Die Sachen, was passieren sind. Wir haben nicht ausgesprochen. Er sagt, meine Schuhe sind mehr wert als... Warum redet er so respektlos mit mir? Wallah, okay, deine Schuhe sind mehr wert als ich. Aber ich... Guck mal, wie oft ich auf dich gehört habe. Ich habe auf mein Konto geschissen und so. Wallah, ich könnte so viel Geld machen. Ich hatte jeden Tag 20.000 Zuschauer, 18.000, 15.000 mit Haaren und so. Die Leute haben das gefeiert und so. Ich habe auf ihn geschissen. Ich habe auf den anderen geschissen. Ich habe auf Rapper habe ich geschossen, Alter. Mich hat keiner gejuckt, wallah. Weil ich dachte mir, wer mit Arafat nicht gut ist, ist mit mir auch nicht gut. Aber dann sehe ich, sein Bruder geht mit denen live. Und zum Beispiel letztens bei Kapital, Leute, bei Kapital Braun so, ne? Ich schieße gegen den und so. Dann kommt Kapital mit Yasser live. Kapital sagt, ja, aber warum schießt sein Bruder gegen mich? Dann Yasser, sein Mund war zu. Yasser, sein Mund war zu, er konnte nichts sagen. Ja, du hast recht. Okay, Kapital hat Arafat gedisst, das geht nicht und so, ne? Das geht nicht, weil er den gedisst hat. Aber Kapi steht ihm recht. Er ist live gekommen, hat zu Yasser gesagt. Aber warum redet er die ganze Zeit im Stream? Er hat den angeschissen. Okay, der hat Anzeige gemacht, hat er gut gemacht. Egal, was er gemacht hat, Kapi und so. Hat er gut gemacht. Er kommt mit Yasser live, er fragt ihn, aber warum redet dein Bruder über mich? Yasser, sein Mund war zu, weil Kapi ihm recht steht. Bei mir ist genauso. Warum darf jetzt Hamza bei dieser Veranstaltung kämpfen? Ich durfte mit denen gar nicht mehr live gehen. Ich durfte mit denen nicht live gehen, weil er gegen euch schießt. Und ich war loyal zu dir. Harun hat irgendwas mit Dildos gesagt, keine Ahnung, letztens und so. Ich bin mit denen nicht mehr live gegangen. Aber dann Yasser geht mit denen live und tut mit denen matchen. Okay, verstehe ich nicht. Und dann sagt Yasser auch, ich mach Ausdrücke, ich mach Ansagen, ich mach dies, ich mach das. Aber du gehst doch mit Harun live, der Mütter beleidigt. Warum gehst du dann mit denen live, wenn das so schlimm ist und so? Warum nutzt du dann diese Situation aus? Viele sagen, ey Barello, du hast dies und das gemacht. Okay, ich habe das alles gemacht, aber einer, der mit denen chillt, ist gar nicht besser als der, der es macht. Mach Chat an, Leute. Ich will gucken, was andere Fragen kommen. Vielleicht habt ihr Fragen, Leute. Ich stelle private Sachen, Leute, werde ich nicht erzählen, was passiert ist und so, Leute. Weil sonst eskaliert, Leute. Wallah. Und jetzt auf einmal ist Arrogante mit Arafat, machen zusammen Bild. Aber Bruder, ich bin mit Arroganten nicht live gegangen, obwohl ich Arrogante immer geliebt habe. Er hat immer im Stream gesagt, du lässt dich steuern, du lässt dich das, du lässt... Und nächsten Tag macht er Bild mit denen. Aber ich darf nicht mit Bushido live gehen? Bei Allah, Leute, bei Allah würde Bushido zu Yasser sagen, komm, lass wir live gehen. Arafat sagt zu ihm, ja, geh mit denen. Aber ich darf das nicht, weil ich muss loyal bleiben. Wenn ich loyal bleibe, ich bin der Hund von denen. Wenn ich nicht loyal bleibe, du hast Arafat verkauft. Soll ich mein Gürt geben? Leute, gib mir ein Gürt, kommt. Gib mir ein Gürt. Was soll ich machen, Leute? Wenn ich auf dieser Seite stehe, bin ich der Hund von denen. Wenn ich auf andere Seite stehe, ich habe den verkauft. Wollt ihr mir ein Gürt geben? Was soll ich machen mehr? Wallah. Ich habe versucht, immer loyal zu bleiben bei ihm. Ich habe meinen Content auseinandergenommen. Wallah, ich konnte mit niemandem mehr live gehen. Wegen Hamza nicht, Arrogante nicht, Harun nicht, Barella nicht, weil er beleidigt hat. Ich konnte mit niemandem mehr live gehen. Und im Endeffekt für was? Damit nächsten Tag der Bruder mit ihm live geht. Damit die Zuschauer nicht bei mir bleiben, sondern bei ihm. Aber egal, Leute, Khair, inshallah, wallah. Red mal über Geburtstag. Ich habe geredet über Geburtstag. Wie oft soll ich darüber reden? Mir hat nur leid getan, Leute. Mir hat nicht diese 3000 Euro und so hat mir nicht leid getan und so, ne? Wallah. Scheiß mal auf das Geld und so, Leute, was ich da gegeben habe und so, ne? Aber keiner von diesen Fans, guck mal, es sind 21.000 Menschen. Und an dem Tag, wie viele Leute gekommen sind und so, keiner von denen hat was gegessen, Leute. Dann kam so rüber, als wäre ich geizig, Alter. Als hätte ich niemandem was zum Essen gegeben, Leute. Obwohl ich gezahlt habe.
Keiner von denen hat gegessen und ich dachte mir, Junge, ein Pizza kostet 15 Euro, Junge. Mit 3000 Euro kannst du, wie viel Pizza kann man, weil ich kann kein Mathe, Leute, wie viel Pizzas kann man teilen, Alter? Wallah, Getränke, alles könnten. Und da hat keiner was gegessen, Junge, wallah. Die sind alle nach Hause dann gegangen. Natürlich hat das wehgetan. Es hat mir wehgetan wegen dieser Leute, die für mich gekommen sind, für meine Leute, für meine Fans. Weil die sind mit Autos gekommen, die haben ausgegeben. Und am Ende kriegen die nichts, Leute. Deswegen, einer schreibt 203 Pizzas. Gebt euch mal das, Leute. 200 Pizzas, wenn man das schneidet und so, ne? Jeder soll ein Stückchen nehmen. Jeder soll. Was für 200 Pizzas? Die haben nicht mal 6 Stück dort. Versteht ihr, was ich meine? Nicht wegen diesem Geld. Wallah, nicht wegen diesem Geld. Scheiß mal auf 3000 Euro, Leute. Wallah. Scheiß mal auf das Geld, Alter. Ich habe gerne vom Herzen gezahlt. Aber keiner von denen hat gegessen. Das hat mich gejuckt. Warum ist keiner von denen? Und ich bin mit niemand live gegangen, Leute. Wallah, Billa, ich bin mit niemand von denen live gegangen und so, um bei Arafat loyal zu bleiben. Ich bin loyal geblieben, nächsten Tag geht Yasser mit denen live. Ich ruf Arafat an, was soll das? Ich rede mit dem morgen. Okay, du redest mit dem morgen, aber was machst du, wenn du mit denen redest? Was machst du, wenn du mit denen redest? Ich hab geredet, aber trotzdem geht er mit denen live. Und ich darf mit denen nicht mehr live gehen. Gib ihm keine Plattform, gib ihm keine Plattform, gib ihm keine Plattform. Ja, okay, Cristiano Ronaldo, ich gebe denen keine Plattform, aber ich kann doch nicht auf 5-6 Leute scheißen und so. Rolex, Leute, was für Rolex, Alter, das ist fake, Leute, fake, wallah, wir haben, was für Rolex, Alter, als ob er mir oder ich ihn Rolex kaufen, Leute, wallah. Und dann sagt er denkt, die Menschen sind dumm, die Fans, die raffen das nicht, die Menschen raffen das. Warum hast du unterschrieben? Leute. Und ja, Koka. Genau, Leute, auch wegen Koks. Gestern sagt einer zu im Stream, sah, und Barello zieht auch. Der Yasser macht so, er bestätigt so. Anstatt dass er sagt, nein, ich kenne ihn, er macht sowas nicht. Sagen wir mal, ich ziehe, Leute. Kann einer was dran ändern? Nein. Leute, wie kann ich ziehen? Weil ich habe mitbekommen, Leute, wie Leute mir erzählt haben, einer, der zieht, kann nichts essen, Leute. Er kann nicht essen, weil er hat keinen Hunger und so. Leute, ich esse ganze Nacht wie ein Schwein, Alter. Wenn ich ziehe, wie kann ich so viel essen? Er bestätigt so. Das stimmt so leider. Damit die Menschen sagen, scheiße, Barello verballert alle sein Geld, was er von Spenden bekommt. Er gibt alles für Koks. Scheiße, Mann. Scheiße, voll der Schlimme, Alter. Wie kann er das nur? Wie kann er das nur? Damit die Menschen denken, boah, an wem haben wir Geld gegeben? An wem? Junge, was für Ziehen, Alter. Ich esse wie ein Schwein. Ich bin guter Schauspieler. Ich tue so, als ob ich ziehe, wenn ich Ausdrücke machen will. Wenn ich die Leute beleidigen will, wenn ich die Leute auseinandernehmen will, wenn ich Maskara auf den Leuten machen will, tue ich so, als ob ich gezogen habe, damit ich sagen kann, ich war besoffen. Ich ziehe nichts, Leute, wallah. Ich bin gottesfürchtig, ich bete, Alhamdulillah. Danke. Danke an jeden, Leute, wallah. Was war Schweiz? Leute, genau, Thema Schweiz und Leute. Leute, ich werde nichts Privates reden, Leute, was mit Arafat und so ist, Leute, aber nur die Sachen, die in Öffentlichkeit sind und so. Leute, natürlich, Leute, in Schweiz, viele sagen, mach mal Chat aus, einer. Macht einer Chat aus, bitte. Nessa, danke, Vanessa und Bunio. Viele sagen, Leute, weil ja, versteht eine Sache auch nicht und so, ne? Ich will nicht gegen Arafat schießen und so, weil dann kommen auch viele hier, ja, chill mal, als ob er das Geld nötig hat, er ist Multimillionär, als ob er das nötig hat, der ist Multimillionär, der hat dies, der hat das, er ist nicht angewiesen von Barello, er ist nicht, okay, er ist Multimillionär, aber guck mal, Nino Garsch ist auch Millionär. Vielleicht bin ich auch Millionär, Leute, ja, wisst nicht, wie viel Geld ich durch TikTok gemacht habe, aber das heißt nicht, dass ich eure Geschenke nicht brauche. Weil durch diese sind wir reich geworden. Okay, Arafat ist reich, aber das heißt nicht, dass ihn das Geld nicht juckt. Durch solche Sachen wird man reich. Einmal da. Okay, Leute, Barello ist reich, ich brauche eure Geschenke gar nicht. Ich mache das ehrenamtlich hier. Yasser sitzt in einem 12 Millionen Euro Villa, er braucht das Geld gar nicht. Villa kannst du nicht mehr fressen. Okay, Villa wurde gebaut in dieser Primetime. In Primetime hast du das Gebot, hattest du Geld, aber Villa kannst du nicht mehr fressen. Wenn Geld von nirgendwo kommt, dann musst du auch dein Villa verkaufen. Natürlich sind wir angewiesen von diesen Leuten. Ihr seid alle krank, Alter, wallah. Aber wallah, was,
Was erwarte ich von Leuten, die Yasser-Fans sind? Wallah, natürlich NPCs, Alter, wallah. Guck mal, wenn ich will jemandem was beibringen, der Yasser-Fan ist. Ey, Yasser braucht das gar nicht. Ihr seid Yassers-Fan, wie kann ich euch sowas beibringen, dass wir das Geld nötig haben? Ist das Gleiche, wenn ich mit Wand rede? Hey, die brauchen das Geld. Die brauchen das Geld. Versteht nicht. Und so verstehen die Leute von Yasser auch nicht. Die haben Millionen, die brauchen das Geld gar nicht. Junge, wenn ich 2-3 Millionen durch TikTok gemacht habe, sagen wir mal, oder ich habe 10 Millionen durch TikTok gemacht. Heißt es, ich brauche das. Guck mal, Montana Black ist auf Twitch. Er ist Multimillionär, braucht das Geld gar nicht. Junge, durch euch sind wir Millionär geworden. Durch euch werden wir reich. Seid ihr krank? Was für NPC seid ihr, Leute? Wallah! Natürlich brauchen wir das. Und Schweiz-Thema, Leute. Natürlich, wir sind nach Schweiz gefahren und so, Leute. Und viele sagen, schämt ihr euch nicht? Schämst du dich nicht? Hat für dich Hotel gezahlt, dies, das. Ich gehe jede Woche in der Hotel und so, Dings da, wie nennt man das, zu Bochum und so, zu Nebel. Er zahlt auch mein Hotel. Hotel ist doch nicht so teuer, Alter. Was mit euch? Ich bin nach Schweiz gefahren und so. Aber natürlich diese ganze, wo wir Fan-Treffen gemacht haben und so, Leute. Wir haben kein Fan-Treffen mitten in der Stadt gemacht. Natürlich hat er auch Geld bekommen. Und ich habe auch von richtigen Quellen, Leute, dass er Kooperation gemacht hat. Aber ich habe ihm doch nicht gesagt, ey, du hast Geld da gemacht, lass Hälfte, Hälfte teilen. Nein, seid ihr gegönnt. Ich bin da als Bruder gekommen, um zu chillen. Aber wenn wir so einen großen Flug machen und so, Leute, wir fahren bis dahin und so. Als ob, muss ich dann auch Hotel selber zahlen oder was? Seid ihr krank, Leute? Natürlich zahlt der Hotel, ist doch nichts Schlimmes, wallah. Wenn ich nicht so rede, boah, die haben ihn abgezogen, der Arme. Wenn ich so rede, boah, sowas erwähnt man nicht. Was soll ich machen? Gib mir wieder ein Gött, Leute, gib mir wieder ein Gött. Entweder muss man reden oder muss man nicht reden. Wenn man nicht redet, er ist dumm. Er wurde abgezogen. Ich, Leute, mache selber ein Auge zu, ein Ohr zu, so, Leute, als ob ich nichts verstehe, aber ich weiß alles, Leute, was abläuft, was abgeht und so. Ich bin nicht dumm, Leute, wallah. Und ich sage euch eins, jeder, der auf TikTok in Stream kommt, Leute, und ihr sagt, der Arme, nein, der checkt das gar nicht. Oha. Der ist wirklich ein bisschen eingeschränkt. Der hat wirklich Prozente. Der Arme, reden mit denen nicht so. Leute, jeder, der auf TikTok ist, ist Schauspieler, Leute. Was für der Arme? Okay, der Arme. Wie war er so schlau? Wie kann er das TikTok mit PayPal verbinden? Von PayPal, wie kann er das mit Konto verbinden? Wie hat er einen Steuerberater geklärt? Keiner von denen ist dumm, Leute. Wallah. Sonst wären wir alle im Knast jetzt. Wenn wir so dumm, Leute. Wir alle sind Schauspieler hier. Wallah. Ihr tut so, als ob... Barello wurde auseinandergenommen. Er checkt nichts, was abgeht. Ich check alles, was abgeht. Und ich check, wer famegeil ist. Und ich weiß auch die mir sagen, Bruder, aber keine echte Brüder sind. Und ich weiß, wer echte Brüder sind und wer keine echte Brüder sind. Oder Frauen, die sagen, ey, Barello, aber ich stehe wirklich auf dich. Du stehst nicht auf mich. Warum solltest du auf mich stehen? Aus welchem Grund solltest du auf mich stehen? Warum? Aus welchem Grund? Wallah, ich will wissen, Leute, wenn diese Zuschauer nicht hier wären und diese Abonnenten und dies und das, hätte ich privat angeschrieben, ey, mach Chat an, ey, wie geht's, was geht, alles gut? Wallah, ich würde keine Antwort bekommen. Ich würde voll spammen, ey, antworte mal, die würden mich als Fan lassen. Bei jedem, Leute, wallah. Und bei Arafat war ich war der Korrekteste bei Arafat, wallah. Nicht mal sein eigener Bruder hat so auf ihn gehört wie ich. Wallah, ich bin mit Leuten nicht live gegangen, ich hab auf mein Geld geschissen. Ich so, egal, ich mach kein Geld mit denen, keine Kombination und so, keine gute Zuschauer, aber dafür bleibe ich Arafat loyal. Und für diese Loyalität wurde ich auseinandergenommen, wallah. Und sein Bruder geht dann mit dem live. Und wallah, würde jetzt Bushido sagen, komm, ich will mit Yasser live gehen. Arafat sagt, oh mein Gott, wirklich? Geh direkt mit denen live. Aber bei mir, nein, es geht um Loyalität. Es geht um Loyalität. Das geht doch gar nicht, Leute. Wie? Versteht ihr, was ich meine, Leute? Aber im Endeffekt die wissen selber, was abgeht und so, Leute. Wallah. Die wissen schon, Leute. Wallah. Wallah und Arafat weiß schon. Keiner war so loyal zu Arafat wie ich. Wallah. Weil ich habe nie meinen Mund aufgemacht. Wallah, Bilder, hätte ich meinen Mund aufgemacht, was alle Sachen passiert sind, Leute, es würde anders aussehen. Ich habe nur Sachen erwähnt, was in TikTok passiert sind. Die Leute, die wissen, zum Beispiel Schweiz, Geburtstag, diese Leute, ich habe nur das erwähnt, Leute. Wenn ich alles erwähne, Leute, wallah, Bilder, das... Kämpfst du nur? Nein, ich will doch nicht kämpfen, Leute, wegen diese ganzen Sachen und so, Leute.
Wegen diese ganzen Sachen. Warum sollte ich da kämpfen? Was habe ich davon, Leute? Was habe ich davon? Wallah. Im Endeffekt kämpfe ich wieder dort. Ich kämpfe wieder dort, dies und das. Und dann? Die haben mehr davon als ich. Wallah. Weil sonst heißt es wieder, ja, Barello braucht die, Barello braucht dies, Barello braucht das. Ich brauche niemanden, Leute. Wallah, ich brauche nur Allah. Dudi, Dudi. Was ist mit Dudi, Leute? Ja, genau. Leute, genau, mit Dudi. Aber was Dudi angeht, mit Dudi durfte ich auch nicht live, wo Dudi Ansage an Yasser und so gemacht hat. Wo er Ansage gemacht hat und so, ne? Und da hatte er richtig viele Zuschauer, hatte er dort. Ich bin mit Dudi auch nicht mehr leer gegangen, weil Arafat sagt, geh mit denen nicht live. Wir sind nächsten Tag, die sitzen in den Café. Er hat ein Entschuldigungsvideo gemacht. Egal, lass später matchen. Big Match. Vergiss das nicht. Um 0 Uhr. Ich bin mit Dudi auch nicht live gegangen. Mit niemand. Ich bin mit niemand. Für Arafat bin ich mit niemand live gegangen. Wallah. Ich habe sogar gegen Menschen geschossen für Arafat, weil ich ihn liebe. Wallah. Ich dachte mir, ich bleibe loyal. Alles was... Aber egal, Leute, egal. Das wäre Gage gewesen. Leute, ich rede nicht über Gage und so, Leute, weil das war privat und so. Ich sollte das nicht in Öffentlichkeit sagen. Aber Allah, wenn die mir doppelt so viel Gage geben, ich gehe da nicht kämpfen. Betül, danke. Alle bei Betül plus weglauen. Ich gehe da dort, Leute, nicht kämpfen aus anderen Gründen. Es gibt viele, viele Gründe. Ich habe ein paar Gründe hier erwähnt, Leute. Aber es gibt viel, viel mehr Gründe, warum ich dort nicht kämpfen sollte. Meine Mutter sagt mir, oh, geh dort nicht kämpfen. Cello, was ist mit Cello, Leute? Cello ist ein Abi von mir, wallah. Das beste Mann. Bis dann, danke. Deswegen, Leute, deswegen, wallah, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ladet. Hallo? Ich weiß nicht, Leute, ob ich angerufen wurde, ob... Danke, Kais, alle bei Kais Dorani plus weglohnt. Danke an ihn. Welche, habt ihr noch welche Fragen, Leute, was ich klären soll? Sandy, danke für Giraffe. Alle bei Sandy plus weglauen. Jeder, der plus weglaut, Leute, sein Name wird vorgelesen. Kalifame, danke für plus weglauen. User, danke für plus weglauen. Leute, ich habe mit Hamid Limo geredet. Ich habe gesagt, wenn du ein Bruder bist und dies und das, dann mach das ohne Anwalt und so, ne? Weil im Endeffekt, ich will nicht gegen euch schießen. Die sollen auch nicht gegen mich schießen. Einfach, wenn die nichts von mir haben und so, auch wenn Arafat nichts von mir hat und so, ne, dann soll er sagen einfach, nee, wir machen das nicht mit Anwalt. Barello war für uns immer da. Barello war immer korrekt. Wir sind doch Brüder. Warum muss man das mit sowas machen? Versteht ihr, was ich meine? Bato, Bato, danke, du Ehrenmann. Betül, danke. Alle bei Betül plus weglaufen.